Hallo, mein Name ist Gomero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FIFA 17 Karrieremodus mit dem BVB. Ja, heute seht ihr meine Fresse mal wieder und das wird wahrscheinlich wieder häufiger passieren. Ich habe ja am Anfang der Saison 2 habe ich mal wieder die Facecam angemacht und dann irgendwann hatte ich keinen Bock mehr irgendwie auf Facecam und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dann irgendwie keine Facecam mehr gemacht habe. Ich will das mal wieder öfter machen, wenn ihr das denn wollt. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ob ihr das denn generell wollt, dass ich die Facecam weiter anlasse. Heute ein paar Themen, die wir besprechen wollen. Das ist quasi so eine kleine Spezialfolge. Erstmal grundsätzlich, es wird jetzt erstmal am Rosenmontag wird es keine Videos geben von keinem weiteren Projekt. Im Moment ist Karneval und ich hatte nicht wirklich viel Zeit, um aufzunehmen und ja, irgendwas zu machen, außer Karneval zu feiern. Und deswegen ist mal eine kleine Pause angesagt, tut mir ganz gut, tut euch vielleicht auch ganz gut, sodass ihr auf jeden Fall Rosenmontag jetzt, glaube ich, wahrscheinlich kein Video haben werdet. Dafür kommt diese Spezialfolge, wo ihr sehr, sehr viel mitmachen könnt, mitmachen müsst, mit mir interagiert, denn ihr entscheidet, was passiert mit dem Karrieremodus vom BVB. Aber das werden wir weiterhin gleich noch besprechen, nachdem wir jetzt erstmal eine kleine Runde nochmal durchs Team gehen. Ich habe euch versprochen in der letzten Folge, dass wir den Teambericht nochmal ansehen werden. Was ist eigentlich im Verein passiert? Wir haben sehr, sehr viele Spieler, keine Frage. Aber wir können ja grundsätzlich mal durchschauen, wen wir denn alles im Team haben und wie die Jungs sich verbessert haben im Laufe der Saison. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Es sind da, glaube ich, auch ziemlich viele Leute, die wirklich gut sich entwickelt haben und wo ich vielleicht teilweise auch bei manchen ein bisschen enttäuscht bin, aber gucken wir einfach mal, was da passiert. Also grundsätzlich nach diesem Gequatsche mit Teambericht und so weiter werden wir sehr, sehr viel entscheiden müssen. Also ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass ihr sehr, sehr viele Kommentare schreiben müsst, sehr, sehr viel liken müsst und so weiter. Naja, müsst nicht, aber ihr könnt, wenn ihr es denn entscheiden wollt. Und das werden wir dann gleich auf jeden Fall mal erstmal besprechen. So, jetzt erstmal den Mannschaftsbericht. Wir werden uns die Spieler mal einzeln durchgucken, wen wir denn drin haben, wen wir denn vielleicht dann verkaufen sollen und so weiter in der nächsten Saison, falls es eine nächste Saison gibt. Das entscheidet ihr, wie gesagt, dann später. So, Timo Horn hat mittlerweile eine 88, hat in dieser Saison plus 4 dazu bekommen. Also, der ist vom 1. FC Köln gekommen gegen 5 Millionen. Also, wir haben 5 Millionen gezahlt, Bürki draufgelegt zum 1. FC Köln. Und Timo Horn gekriegt, hat mittlerweile eine 88, ist also schon ziemlich stark, muss man sagen. Roman Weidenfeller 74 minus 2 gekriegt. Ja gut, er ist halt ein bisschen älter und wird auch wahrscheinlich nicht mehr so allzu viel spielen bei uns. Alexandre Moreau, den haben wir ja aus der Jugend, aus der eigenen Jugend. Der hat eine 67 plus 4 gekriegt, das ist ziemlich geil. Der könnte vielleicht verliehen werden. Genauso wie Thibaut Gauthier, der auch aus der eigenen Jugend stammt, hat eine 58, hat plus 6 gekriegt. Das ist auch krass. Auch den versuchen wir mal auszuleihen. Wir werden fast alle Jugendspieler ausleihen, außer vielleicht hier diesen Fabien Beaumont, der auch eine 70 hat, plus 6 dazu. Also das ist auch hervorragend. Vielleicht kriegen wir den auch verliehen und wir pushen uns mit dem Moreau. Wie auch immer, je nachdem, was wir für Angebote kriegen, werden wir die dann verleihen und dann gucken wir mal, was passiert. Wir haben sehr, sehr viele Torhüter, deswegen müssen wir da vielleicht mal uns vielleicht auch von einem trennen. Hier dieser Herbert Meyer könnte vielleicht eine Option sein, dass wir den loswerden. Müssen wir mal gucken. Also, Gauthier 58 plus 6, Beaumont 70 plus 6, auch sehr gut. Vielleicht auch den Gauthier wegkriegen, ich weiß es nicht. Also ich glaube, Moreau und Beaumont, das sind diejenigen, die vielleicht interessant sind. Tobias Klein 65 plus 1 gekriegt, Herbert Meyer 61 plus 4 gekriegt. Piszczek hat sich leider ein bisschen zurückentwickelt, ist 33 Jahre alt, ist also auch halb so wild. Wir haben in der Zeit, haben wir einige Jugendspieler geholt, aber auch Verpflichtungen getätigt für die rechte Verteidigerseite. Und da sind wir auf jeden Fall gut bestückt, sehr deutlich gut bestückt. Und da können wir auch ein paar Leute definitiv ausleihen. Wir haben nämlich einen Yannick Schmidt, der hat 61 plus 1, den haben wir erst vor kurzem geholt aus der Jugend. Deluc 66, auch plus 1 gekriegt, der gefällt mir ziemlich gut, hat das Potenzial etwas Besonderes zu werden, Alter 16. Felix Passlack 74, hat plus 4 gekriegt, Lukas Klostermann 77 plus 2, dafür, dass wir den im Winter, glaube ich, geholt haben, ist das gar nicht so schlecht. Stenzel ist immer noch ausgeliehen, ob wir den jetzt tatsächlich weiter im Team belassen, glaube ich eher nicht, ich glaube, den könnte man eigentlich verkaufen. Andreas Christensen
Den haben wir am Anfang der Saison gekauft, hat jetzt eine 82, hat plus 3 gekriegt. Niklas Süle hat nochmal eine 84 plus 1 gekriegt. Shkodran Mustafi 86 plus 1. Also bisher echt hervorragend, wie sich die Jungs, auch die Älteren teilweise, entwickelt haben. Patrick Fritsch 61 plus 3. Sein Vertrag läuft aus. Ich denke mal, das lassen wir auch so. Er wird den Verein verlassen. Jairo Riedewald hat eine 80 plus 3 also dazu bekommen, 21 Jahre alt, hervorragend, auch gut entwickelt. Niklas Stark war leider öfter verletzt, ist jetzt aktuell auch noch verletzt, hat eine 78 plus 2, den sollten wir auf jeden Fall nächste Saison mal ein bisschen mehr pushen. Guerrero hat sich fantastisch entwickelt, 81 hat er jetzt plus 3, hat auch die meiste Zeit gespielt, also von daher kein Wunder eigentlich. Ist auf jeden Fall eine gute Stütze jetzt für die linke Verteidigerseite und den spiele ich eigentlich ziemlich gerne, muss ich ganz ehrlich zugeben. Erik Durm hat mittlerweile auch eine 81, hat auch plus 2 gekriegt, auch super. Pascal Lecomte, unser Jugendspieler, auch hervorragend, der spielt sich richtig gut, hat eine 68 plus 3. Den wollen wir auf jeden Fall pushen in der nächsten Saison, mal gucken, ob das irgendwie klappt. Guerin, 62 plus 4, auch ein Jugendspieler, hat sich auch ganz gut entwickelt eigentlich. Benjamin Henrichs, den haben wir verpflichtet, 70 plus 1. Ja, er muss aufpassen, dass Lecomte nicht langsam an ihn heranreicht. Park Joho. Ja, ich denke, Vertrag läuft aus in einem Monat. Den können wir auf jeden Fall ziehen lassen. Marcel Schmelzer, 79 minus 1. Auch er wird nicht jünger und wird eher immer älter. Er wird, ja, sich nicht mehr verbessern und ich denke mal auch mit der Zeit immer schlechter werden. So ist das halt im Leben. Den werden wir auf jeden Fall behalten. Trotz allem, er ist halt eine Integrationsfigur. Er ist halt, gehört zu Borussia Dortmund. Julian Weigel, 84, hat eine plus 2 bekommen. Ich denke mal, dass er sich weiterhin so gut entwickeln kann. Er ist eine sehr, sehr starke Stütze für uns geworden im zentral-defensiven Mittelfeld. Also alles gut. Sebastian Rode, der wird sich nicht mehr weiterentwickeln. Hat weiterhin eine 82. Der hat letztes Jahr, hat er, glaube ich, plus 1 gekriegt von 81. Ist okay. Tja, Nuri Sahin wechselt zu VfL Wolfsburg. Leider, haben wir ein bisschen verkackt. Die haben ihn verpflichtet. Wir hätten auf jeden Fall Geld für ihn kriegen können. Habe ich verpasst, leider. Dembele, trotz dass er eigentlich dauernd verletzt war, hat er immerhin eine 85 jetzt mittlerweile, hat plus 4 dazu gekriegt. Ich will auf ihn auf jeden Fall so auf 88, 89 in der nächsten Saison, falls es eine gibt, dann pushen, hoffe ich mal. Emil Roth, ja, da müssen wir mal abwarten, ob wir den irgendwie behalten. 58 plus 2. Ich denke mal, da gibt es eine bessere Alternative und die wäre eigentlich auch ein RM oder, nee, ist ein RF, glaube ich. Gucken wir dann also gleich an. Emil Roth könnte man eventuell überlegen, dass wir den verkaufen. Eventuell auch nochmal ausleihen. Vielleicht bringt es was, wenn er Spielpraxis kriegt. Müssen wir auch abwarten. Ich packe ihn jetzt erstmal vorsichtshalber auf die Leihliste. Vielleicht passiert da was. Emre Can hat in diesem Jahr plus 3 gekriegt. Plus 3. Finde ich ziemlich gut. Hätte ich gar nicht erwartet, dass der sich noch so gut entwickeln kann. Vielleicht kriegt man den noch auf die 86 oder 87 in der nächsten Saison. Das wäre ziemlich krass. Glaube ich zwar nicht, aber ja, man weiß ja nie. Also 85 jetzt mittlerweile plus 3, das ist schon ziemlich gut. Gonzalo Castro hat sich leider verschlechtert, ist mittlerweile 31 Jahre, hat mittlerweile eine 81. Naja, er wird wahrscheinlich auch immer schlechter werden. Aber ich denke mal, so als Alternative auf der Bank oder Tribüne ist das in Ordnung. Felix Schulte, auch ein Jugendspieler von uns, 55 plus 6, kann man nicht meckern, definitiv nicht. Moritz Groß sowieso nicht, der hat auch ziemlich gut gespielt, hat sich tatsächlich auf die 70 gepusht. Plus 7 hat er dazu gekriegt. Ich denke mal, das geht auch tatsächlich so mit ihm weiter. Und ich denke mal, dass wir ihn auf jeden Fall von der Leihliste mal streichen können. Wir werden den wahrscheinlich weiter pushen, selber pushen. Und hoffentlich erreicht er was richtig, richtig Gutes. Burnic, 63 plus 2. Vertrag läuft in einem Monat aus. Ich glaube, wir brauchen ihn auch nicht mehr. Können wir gehen lassen. Genauso wie David Sauerland. Auch er hat sich eigentlich noch gepusht. Aber es reicht einfach nicht, denke ich mal. Mahmoud Dahoud. 83 plus 1, Alter 22, ich denke mal, auch er kann sich noch pushen, war auch öfter verletzt leider. Ich denke, er kann sich noch pushen, er kann sich noch ein bisschen steigern. Ich bin eigentlich zufrieden mit ihm, von daher alles in Ordnung. Sven Hansen hat sich während seiner Leihe auf 63 gepusht, plus 4 heißt das. Ja, mal gucken, wie er sich während der weiteren Leihe dann er zeigt. Ich glaube, den haben wir 2 Jahre ausgeliehen. Müssen wir mal schauen. Aber ansonsten sehr, sehr gute Entwicklung. Yannick Carrasco, was soll ich zu ihm sagen? Er ist halt ein Gott. Er hat richtig viele Tore geschossen teilweise in der Bundesliga. 13 Tore, das ist schon echt ordentlich. Hat sich auf die 86 entwickelt, plus 2. Ich denke mal, er wird sich noch auf 87, 88 vielleicht
pushen können. Wäre ziemlich geil. Würde mich auf jeden Fall freuen. André Schürrle, ja, der hat nicht sonderlich viel gespielt. Wenn er gespielt hat, war er in Ordnung. Mir gefällt er eigentlich so spielerisch einigermaßen gut. Es gibt aber immer noch die bessere Wahl. Yannick Carrasco oder Dembele und Pulisic und so weiter, die mir irgendwie dann doch ein bisschen besser gefallen. Aber ich bin eigentlich zufrieden mit ihm. Entwickeln wird er sich nicht mehr wahrscheinlich, aber 83 kann er behalten. Gut, Pulisic, 80 hat er erreicht, plus 4. War auch sehr, sehr häufig verletzt, ist jetzt immer noch verletzt, hat deswegen nur 13 Einsätze. Das ist richtig, richtig bitter. Das ist genauso wie Dembele, wo ich mir eigentlich mehr erhofft habe. Naja, so ist das halt. Die Jungs sind halt alle immer verletzt gewesen. Ha, ärgerlich, richtig, richtig ärgerlich, aber er ist noch jung, er ist 19 Jahre alt, ich hoffe mal, dass er sich da auf jeden Fall nochmal pushen wird. Ja, Marco Reus, da brauchen wir glaube ich nicht erwarten, dass er sich irgendwie noch auf die 89 pusht, ist 1000 Mal verletzt gewesen in der Saison, hat ja immer mal wieder gespielt, so hat immerhin 39 Spiele gespielt, also von daher ist das gar nicht so schlecht, aber irgendwie, er war immer verletzt gefühlt. Also es gab immer mal so Zeiten, wo er dann 6 Wochen gefehlt hat. Hier jetzt auch schon wieder gebrochener Knöchel. Ah, es ist ärgerlich. Mario Götze, 87 hat er jetzt. Letztes Jahr haben wir uns um 2, glaube ich, gesteigert. Gar nicht mal so schlecht. Mit 26 braucht man jetzt auch nicht mehr so viel erwarten, dass er sich noch extrem entwickelt. Aber auf die 88 wäre, glaube ich, schon mal ganz schön noch. Jalanolu, 84 Gesamtstärke, plus 2 hat er sich entwickelt. Auch er kann sich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen pushen. Sascha Bauer, Jugendspieler von uns, 63, hat er jetzt plus 5 erreicht, auch nicht so schlecht. Perrot, 66, auf den bin ich sehr, sehr gespannt. Ich hoffe mal, dass der sich auf jeden Fall extrem pushen kann. Hat ein bisschen angedeutet, was er so kann, aber ja, da fehlt noch einiges. Da fehlt auch ein bisschen Pace, der ist nicht ganz so schnell. Hier sehen wir das, glaube ich, ja, Sprintgeschwindigkeit 72, Antritt 67, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Vor allem für einen rechten Flügel, aber vielleicht kriegen wir den noch irgendwie hin. So. Aubameyang, 87 Gesamtstärke ist in Ordnung. Emre Mor hat sich nur plus 5 entwickelt. Leider, leider, leider. Auch er war häufiger verletzt. Da müssen wir auf jeden Fall auch zusehen, dass wir in der nächsten Saison, falls eine kommt, den auf jeden Fall nochmal hochkriegen. 80 würd mich eigentlich noch freuen, so in dieser Saison. Aber ich glaube nicht, dass wir das noch hinkriegen. Arkadio Schmielik ist, glaube ich, im Winter gekommen. 83 Gesamtstärke plus 1 ist in Ordnung. Genauso wie Correa, der hat jetzt 84, hat auch plus 1 sich entwickelt. Also alles gut. Vícherek, linker Flügel, hat jetzt eine 62, hat plus 1 gekriegt. Ich weiß nicht, wie schnell der ist. 77 Sprintgeschwindigkeit, 72 Antritt. Wenn wir da noch ein bisschen was hinkriegen, ist das eigentlich gut. So, da wisst ihr Bescheid. So sah das Team aus, so sieht das Team aus. Alles, alles in Ordnung. Ich denke mal, wir können eigentlich froh sein, dass wir uns entwickelt haben. Wir haben jetzt eine Trainerwertung von 90. Alles in Ordnung. Ich bin nochmal gespannt auf die WM. Die WM kommt auf jeden Fall auch noch. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch passiert. Und in der Zeit können wir, glaube ich, auch noch ein paar Spieler trainieren. Also von daher haben wir da auf jeden Fall noch Potenzial. So. Jetzt kommt das wichtigste Thema, was ich eigentlich ansprechen wollte. Ich habe das im Titel habe ich das schon quasi angedeutet und ich habe das am Anfang der Folge angedeutet. Ja, ich wollte mit euch quatschen, wie geht's weiter? Ihr könnt jetzt entscheiden. Über die Infokarte rechts oben ist so ein kleines i. Oder ich glaube, bei Mobile ist es irgendwie links unten oder so, keine Ahnung. Da könnt ihr auf das i klicken und dann könnt ihr abstimmen, ob ihr noch eine Saison 3 wollt. Also ich weiß von einigen, dass sie vielleicht so sagen, ja, war jetzt eigentlich ganz cool, BVB ist die coolste Karriere, aber so langsam wird es dann doch schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist dann halt doch auch irgendwie immer das Gleiche. Wir werden jetzt bald eine Transferphase haben, dann kommen wieder die Spiele und so weiter. Vielleicht wünscht ihr euch dann tatsächlich, dass wir vielleicht ein anderes Team irgendwie wählen, dass wir ein anderes Team übernehmen. Das ist eure Entscheidung. Also ihr könnt jetzt abstimmen, ob ihr noch eine Saison 3 haben wollt oder ob ihr eventuell vielleicht doch einen anderen Verein haben wollt. Und ja, ihr könnt es auch zusätzlich nochmal in die Kommentare schreiben, wie denn eure Gedanken sind. Also nicht einfach schreiben so, mach weiter, sondern ich würde gerne wissen, warum ich weitermachen soll. Worauf ihr genau Bock habt, warum euch die BVB-Karriere am besten gefällt und warum ihr nicht zum Beispiel stattdessen irgendwie Atletico haben wollt oder so oder Manchester United oder schieß mich tot, keine Ahnung, irgendwas. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Haut auf jeden Fall alles mal in die Kommentare, was eure Gedanken so sind, ob ihr eine weitere Saison haben wollt, wie viele Saisons ihr noch haben wollt. Wenn ich mal so ein bisschen hochrechne, ich glaube, wenn wir es wirklich komplett durchziehen mit FIFA 17, kriegen wir
4 oder 5 Saisons theoretisch hin. Ob ihr darauf Bock habt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das müsst ihr mir auf jeden Fall sagen, über Likes, über Kommentare und so weiter. Und wenn ihr keinen Bock mehr habt auf BVB-Karriere, dann schreibt auch in die Kommentare bitte, welchen Verein ihr euch denn wünscht. Ja, wenn ihr dann also stattdessen eine Atletico Madrid-Karriere haben wollt, dann schreibt Atletico Madrid. Und am besten auch hier, warum ihr Atletico Madrid haben wollt. Oder warum ihr Manchester United, Real Madrid haben wir ja schon. PSG oder Hamburger SV oder was auch immer haben wollt. Also, ich bin da eigentlich relativ offen. Also, ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich lasse auf jeden Fall mit mir reden, definitiv. Weil ich selber einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll. Ich habe Bock auf die BVB-Karriere, aber ich kann euch verstehen, wenn ihr sagt, so langsam flacht es halt ein bisschen ab. Also ich würde auf jeden Fall, denke ich mal, weitermachen mit der BVB-Karriere. Mir macht es eigentlich immer noch Spaß, muss ich echt sagen. Das ist so eigentlich die Karriere, die mir mit am meisten Spaß macht. Ehrlich gesagt, so die Köln-Karriere ist auch ziemlich geil, aber so ein bisschen ist die BVB-Karriere so mein Steckenpferd irgendwie im Moment, auch wenn ich eigentlich FC-Fan bin. Naja, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Morgen muss ich dazu sagen, Rosenmontag gibt es kein Video. Es wird kein Video geben. Wie gesagt, ich hatte nicht allzu viel Zeit, also morgen kein Video, erwartet euch das jetzt nicht. Ich werde Dienstag wahrscheinlich wieder anfangen, ein bisschen was aufzunehmen. Und dann eventuell schon Dienstag das nächste Video, dann startet jetzt erstmal die WM. Wir werden die WM durchspielen. Ich denke mal, am Wochenende ungefähr wird die WM dann fertig sein. Und dann wird es dann ab nächster Woche Montag wieder weitergehen mit der BVB-Karriere, wenn ihr es denn wünscht. Also ich warte erstmal auf die Kommentare, lese mir dann, wenn ich Zeit habe, dann die Kommentare durch, wenn ihr es geschrieben habt, heute und morgen. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe auf eure Reaktion, ich hoffe auf eure Likes, Kommentare und Votings, damit ich auf jeden Fall da schon mal Bescheid weiß. Das wäre nämlich ziemlich wichtig, damit ich eine Reaktion habe von allen irgendwie. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Kommentare immer unter den anderen Videos, nur dass ihr das mal versteht. Es gibt immer viele Kommentare, aber das sind meistens so, nennen wir es mal, die Lauten. Also die immer, es gibt einmal die Leute, die sich ein Video reinziehen, das genießen und so weiter und dann nichts dazu schreiben. Das gibt's überall. Und es gibt dann halt einfach die Leute, die auch ebenfalls die Videos genießen, aber auch gerne was dazu schreiben und Hilfestellungen geben und Tipps und mach mal dies, mach mal das und so weiter. Ich will jetzt mal von allen wissen, wie es weitergehen soll, und da ist dann eure Mithilfe auf jeden Fall gefragt. Und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich auf eure Kommentare. Also macht es gut. Und ciao. Dankeschön. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home.